Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft, meine Damen und Herren. So, in der letzten Folge waren wir ja ziemlich so unterwegs und in dieser Folge habe ich, oder eher gesagt vorher, habe ich schon mal alles eingeräumt, was wir gesammelt haben. Und habe ein paar Bäume gefällt, unter anderem. Also hier die ganzen Äpfel und weiß was ich was für Sachen alles. Die habe ich jetzt alle schon mal einsortiert. Nur falls ihr euch fragt, wo ist denn das ganze Zeug jetzt geblieben? So. Und unter anderem bin ich gerade dabei, die ganze Zeit hier Bäume zu fällen, um viel Holz zu haben. Ich weiß noch nicht wofür, aber man kann viel Holz gebrauchen. Und das muss ich ja nicht mit aufnehmen. Das mache ich dann einfach so. Aber ich habe den Bienenstock schon mal aufgehangen. Nur irgendwie passiert da nichts mit. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas mitmachen muss. Blumen haben wir ja auch. Weil ich denke mal, die brauchen ja Blumen. Achso, und die Tiere habe ich noch bearbeitet. Das bedeutet ganz einfach, ich habe die Hälfte bestimmt, ja, die Hälfte bestimmt der Kühe geschlachtet. Und das gleiche machen wir jetzt mit den Hühnern. Lalalo. Das ist auch schon wieder voll. Volles Haus, also nehmen wir erstmal hier das beiseite. Ich hole mir mal ein Schwert hier raus. Das funktioniert auch noch. So. Und dann bearbeiten wir doch mal die Hühnchen hier. Hallo. Das sind nämlich jede Menge, wie man sieht hier. Eieiei. So. Zerreicht! So. Tut mir leid, aber ihr seid nicht die Elite von oben, sondern nur Abschaum, den man hier jetzt, So. Da ist aber noch nicht alles voll. Das bedeutet, ich kann das hier nochmal da reinstecken. Eieiei, so viel Eier, wie wir jetzt im Moment haben. Ist natürlich doof, wenn man... Pack den mal hier zu. Ist natürlich doof, wenn man... Achso, ich kann ja auch gleich da reinpacken, ne? Wenn man die Eier nirgendwo zu nutzen kann. Ah, so, erstmal was getrunken. Wir haben auch schon wieder Level 23. Das ist ja schon mal wieder tippitoppi. So, das dauert hier noch ein bisschen mit den Hühnchen, die hier durch die Gegend geschossen werden. Gucken wir uns das mal an. Das sind auch wieder jede Menge. Guckt euch das an. Tja, das war's. Das heißt, wir können hier einmal den Schalter umlegen. Das Fleisch nehme ich mit. Das verbrutzeln wir gleich, damit wir immer genug Essen haben. Das wird ja eh nicht schlecht, also können wir da auch getrost das in eine Truhe legen und erstmal vergessen. Kühlschrank gibt es ja eher weniger. So, Moment, hier ist noch Kabeljau drin, den ich gefangen habe. Und Lachs. Da kommen wir nämlich zum zweiten. Ich wollte nämlich eigentlich... Habe ich hier schon Fisch drin? Nee. Ich wollte nämlich eigentlich Kugelfisch haben, weil ich mir ein paar Tränke gemacht habe. Und zwar der Unsichtbarkeit. Das zeige ich auch nochmal, wie das geht. Und hier Unterwasseratmung, Feuerresistenz und Heilung. Das sind die Tränke, die ich so dachte, die kann man gebrauchen. Habe ich auch mit. Direktheilung, Unsichtbarkeit und Feuerschutz. Unterwasseratmung habe ich jetzt nicht dabei. Weiß nicht, was ich damit machen soll erstmal. Aber wenn wir wieder irgend so einen Unterwasserschatz finden müssen, dann können wir erst 8 Minuten unter Wasser atmen. Das ist doch top. So. Federn kommen natürlich wieder hier rein. Ich ordne das mal ein bisschen an hier. So.
Federn werden langsam auch ziemlich viele. Und wir können auch mal so ein Schallplattenständer-Dingens machen. Musik ist auch wieder total laut, aber ich schreie da einfach mal gegen an. So, was machen wir in dieser Folge? Ist denn jetzt die Frage. Erstmal kümmern wir uns um ein paar Bäumchen, würde ich sagen. Habe ich ja nicht nur so mitgenommen, sondern wir wollen ja auch... Oh, jetzt habe ich das Schwert da nicht zurückgelegt. Das sollten wir natürlich zuerst machen. Ich bin vielleicht auch noch der Versuchung erlegen, nochmal einen Bienenstock zu suchen, damit wir hier ein paar mehr haben. Aber nicht jetzt. Wie viel hier schon gebaut wurde, das muss man ja auch mal sagen, ne? Ist ja unglaublich. Das muss ich auch noch abbauen da. Das Gerüst. Lalalalo. Was wir diese Folge mal machen können, ist uns ein paar Gerüste bauen. Ich brauche noch Tausende für den Turm da hinten. Für das Großprojekt. Das wäre mal eine Maßnahme hier. So. Tralala. So, Minecraft kommt jetzt ja öfter. Gerade kein Let's Play, was ich so... hatte ich Dead Space, aber Dead Space 3 wollte ich noch nicht anfangen. Da wollte ich mir noch ein bisschen Zeit mitlassen. Upsi. Das muss ich auch erst installieren. Nicht wahr? So. Und wenn die Kamera dann da ist, dann mache ich auch mal ein Horrorspiel, aber dann erst dann. Vorher lohnt sich das nicht, würde ich sagen. Vielleicht machen wir das auch im Stream. Mal gucken. Mal gucken, was wir da machen. Wir haben ja noch genug Zeit. Ich lebe ja noch einige Jahre, glaube ich. Da hat man ja noch Zeit dafür, für sowas. Und unter den aktuellen Bedingungen in der Wirtschaft bin ich auch der festen Überzeugung, dass ich meinen Job nicht mehr so lange ausführen kann. Dann mache ich einfach das hier. Hm? Schön Let's Plays hier. Lo, 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 lo. So, damit haben wir erstmal alle Bäume, die hier standen, abgerodet. Vielleicht machen wir auch einfach nochmal das Dorf hier nochmal größer. Also langsam möchte ich auch mal Dorfbewohner hier einziehen lassen. Obwohl die nerven auch immer, ne? Mit ihren. Müssen wir sehen. So, ich brauche ja gar nicht so weit weg. Ich kann ja auch da ins Bett gehen. Das vergesse ich immer wieder, dass das in der Möglichkeit. Die Möglichkeit, die gibt es. Aufpassen, dass ich das hier nicht anzünde. Dann legen wir uns einmal kurz hin. Was auch immer wieder Einstiegspunkt. Bedeutet, denn wenn ich sterbe, werde ich dort nicht wieder einsteigen. Also habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Na guck mal, einen Stack habe ich wieder voll. Das ist auch was Schönes. Guck mal her hier. Ich sammle natürlich alles ein, denn hier kann man auf jeden Fall alles gebrauchen. Alles. Das ist auch ganz schön groß schon geworden. Dann kümmern wir uns auch gleich mal darum. Können wir auch später einsammeln. Das sollte uns ja nicht wegrennen. So, jetzt haben wir schon wieder 64 Eichensetzlinge. Bedeutet, dass ich die erstmal wegbringe. Denn so viel brauche ich auf keinen Fall mehr. Und wir verarbeiten die zu Knochenmehl. Das habe ich hier schon ein bisschen gesetzt, wie man sieht. Ich war schon fleißig, habe hier noch ein paar Bäume gesetzt. Das hohe Gras muss noch weg. Das darf nur zwischen den Bäumen, nicht vor den Bäumen, damit das hier auch mal schön
ordentlich aussieht. So. Feld habe ich natürlich auch bestellt, ist klar. Das mache ich immer so nebenbei. Damit das immer neues Brot gibt und wir immer Essen haben und uns da nicht drum kümmern brauchen. Tun wir natürlich gerne, auch hier. Gar kein Problem. Wo will ich überhaupt hin? Man weiß es nicht. So. Wieder zurück. Wir wollen zu den... Wer sind die? Bambus. Zum Bambus wollen wir. Und deshalb packen wir jetzt erstmal das Ganze hier wieder rein. Das ist dann so ein Zwischenlager, wo ich dann immer alle Sachen hinpacke, die ich zum Bäumefällen brauche. So, und das Stück Holz. Hier sieht man ja, hier habe ich schon ein bisschen mehr gesammelt. Und deshalb brauche ich auch keine Eichensetzlinge, weil hier schon alles voll damit ist. Jetzt habe ich das falsche Schwert weggebracht, ne? Oh Gott, ist der ein Idiot. Uiuiui. Ah. Ich muss eigentlich mal zusehen, das Mikrofon hier mal zu reparieren, weil da ich mich nicht selber höre, ist das einfach schrecklich. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Ja. Jetzt bin ich schon wieder am Sammeln. Wollte ich gar nicht. Weiter geht's. Wir müssen zum Bambus. Wir müssen Gerüste haben. Zwar einige an Gerüsten. Sagt man das so? Das ist ja auch der häufigste Satz, den ich sage. Sagt man das so? Nein. Man sagt es nicht so. Du bist ein Idiot. Und dazu kommt noch, wir müssen hier natürlich mal, das heißt, wir müssen in den Nether auf jeden Fall sowieso nochmal, damit ich nochmal Lohnstaub mir besorgen kann. Und Glowstone für unsere Stadt, will ich sagen, denn diese Stadt braucht Licht. Damit hier keine Viecher. Weg mit die Viecher, wisst ihr ja. Damit die hier nicht spawnen, brauchen wir ganz viel Licht. Das will ich überall zwischensetzen. Auch hier. Überall zwischen. Hier kommt überall Gras noch zwischen. Also verschiedenes Gras auch. Also auch hohes, nicht nur kleines. Jetzt habe ich es erstmal weggemacht, damit man hier schön den Bambus setzen kann. Man kriegt ja Gott sei Dank ganz schön viel von einer Pflanze. Das bedeutet, man kann die ziemlich gut vermehren. Die wachsen ja auch ziemlich schnell. Hiya, hiya, ho. So, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Oder? Ich weiß es auch nicht. Wir brauchen nämlich ziemlich viele Gerüste, also das... Der ganze Turm soll eigentlich umrandet werden von Gerüsten, damit ich da sicher bin und nicht abstürze. Wo ich jetzt schon der Überzeugung bin, dass ich auf jeden Fall abstürzen werde. Ist voll abgestürzt. So, Moment. Ich sammle das mal alles auf hier. So nah am Wasser brauche ich das nicht abtrennen. So, Tiere sind hier auch noch. Hier war ja vorher ein Wald. Aber jetzt ist hier ein Bambuswald. Macht sich da auch nicht schlecht, finde ich. Ich finde, das sieht ganz schnieke aus. Kann man so machen. Wie schnell die Bäume auf einmal wachsen. Gestern ja Twitch ein bisschen geguckt. Und währenddessen gespielt. Stand hier immer so und da ist gar nichts gewachsen. Unglaublich. So, Freunde, wie ging nochmal ein Gerüst? So. 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 Wieso gucke ich nicht einfach nach? So. Gerüst, bitte. Ach, da brauchen wir noch was zu, ne? Richtig. Moment, wir geben das mal ein.
Faden. Da hätte ich fast den Faden verloren, Freunde. Aber, Gott sei Dank nicht. Und wir besorgen uns eben Faden. Da sollte ich eigentlich auch genug von haben. Aber 42 ist jetzt nicht so viel, ne? Ich glaube, da müssen wir nochmal irgendwie Faden sammeln. Weil das ist ja nichts jetzt hier. Das ist ja erbärmlich wenig, ist das ja auf jeden Fall. Da hätte ich gar nicht so viel Bambus suchen müssen. Habe ich da noch irgendwo Faden? Oder kann man aus Wolle Faden machen? Moment, man kann auch aus Wolle auch Faden machen, oder? Nee. Wieso nicht? Steinsäge. Nein. Repariert. Kann ich keinen Faden herstellen? Faden, nee, kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das ist doof. Aus Faden kann man Wolle machen, aber das wieder auseinanderreißen kann man anscheinend nicht. Moment, deshalb packe ich das erstmal irgendwo. Wo habe ich das denn reingepackt? Hier. Packen wir erstmal. Oh, da ist ja noch was. Hallo. So. Packen wir das erstmal dazu. Für später. Jetzt wachsen hier wieder die ganzen Bäume, aber ist mir egal. Ich bin jetzt hier nicht zum Holz sammeln. Wir gehen jetzt einmal kurz raus. Ich weiß nicht, was mit den Bienen ist, ne? Muss man irgendwie anklopfen? Hey, komm da raus jetzt. Oder muss man erst Bienen sammeln? Müssen doch auch automatisch dahin kommen eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte das ja auch einfach mal nachlesen, aber nee. Das will er ja nicht. Da will er ja nicht nachlesen. Brauche nicht. Nö. So. Da hinten sieht man schon das Ungetüm. Die hätte ich natürlich gleich Netherziegel mitnehmen können, aber da denkt ja auch keiner dran. Nur, dass mein Kopf wieder die ganze Zeit juckt. Vor Aufregung. Gut, dass ich jetzt noch keine Kamera habe. Denn ich habe heute die fettigsten Haare von Mexiko. Von Mexiko. Hier ist Ton, wenn wir mal Ton brauchen. Denn der Ton macht die Musik, das wissen wir ja. Bin gespannt, wie lange die Gerüste jetzt hier reichen. Ja gut, aber man muss den Bambus ja auch zusammenbinden, das ist ja auch irgendwie logisch. Obwohl bei einer Axt muss man auch nichts zusammenbinden, da müsste man eigentlich auch irgendwie, dass das Faden dazwischen ist oder so, aber naja, so genau sind wir nicht. Autschi, gut, dass hier Schnee ist. Da konnte ich mich nochmal abkühlen. So, hier müssen überall Gerüste dran, das bedeutet auch hier müssen Gerüste dran. Jetzt habe ich keine Erde mit, Gott sei Dank. Mann, doch, Gott sei Dank bin ich ein Schlaumeier gewesen, hab hier voll Erde reingepackt. Na gut, hier sollte ich noch eine Lücke lassen, dass man da noch durch kann. Und die Erde brauche ich, weil man auf diesem Soul-Sand, Seelensand kein Gerüst setzen kann aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Soll uns auch erstmal egal sein, warum das nicht geht. Das tut hier nichts zur Sache. Vielleicht mache ich hier auch noch ein Gerüst hin. Ich glaube ja. Sicherheit geht vor. Machen wir überall, wo Erde ist, halt ein Gerüst hin. Auch in die. Jetzt wird's Nacht oder was? Oh Mann, hier ist gar kein Bett. Überhaupt kein Bett. Gut. Soll erstmal reichen. Dann gerüste ich mir mal einen ab hier. Gerüst. Wegen dem Lied kriege ich auch schon wieder Ärger, glaube ich. Egal. So, jetzt kann man das ganze Ausmaß ja auch mal von oben sehen.
von unserem Vulkan. Und natürlich höher. Ich muss nämlich auf die Höhe von dem Gerüst. Das ist nämlich die Höhe vom Turm erstmal, also vom Grundgestell. Und ich sehe mich jetzt schon sterben. Uiuiui. Ist bestimmt eine gute Idee, diese Höhe. Gut, zumindest sind hier keine Monster gespawnt erstmal. Das ist auch schon mal was Feines. Also ich sterbe auf jeden Fall hier. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Man kennt mich ja, ich bin zu blöd für alles. So, dann hätten wir die beiden Gerüste schon mal fertig. Wir haben ja noch ein paar. Können wir hier ab und zu mal so ein Zwischending setzen, dass wenn ich runterfalle, dann falle ich auf so ein Zwischending. Das ist doch mal eine Idee, oder? Ja, wer kommt denn da? Jemand, der uns alles kaputt machen möchte. Der hier oben, der kann bestimmt auch noch oben klettern, oder? So, mal wieder so Zwischending gesetzt. Dass, wenn man runterfällt, dass man nicht so tief fällt und auch noch Arbeitsfläche auf jeden Fall hat. Arbeitsfläche kann man gut gebrauchen. Wie weit muss ich noch? 9, 9. So. Jetzt die Frage: Wo ist der Creeper? Ist der jetzt weggegangen oder klettert er jetzt mit uns hier hoch? Weil ich glaube, die können auch hochklettern. Bin mir da nicht ganz sicher, aber. Bisschen schon. Da war er doch, oder? Ich meine, ich habe den doch jetzt gehört. Ja, wo ist denn der Kleine? Hängt der jetzt echt da im Turm rum, oder was? Enderman dahin. Machen wir erstmal, glaube ich, wenn wir schon in der Nacht sind, machen wir auch mal die Nachtplaylist an, damit wir auch was von der Nacht haben. Du Arschloch. Ich brauche unbedingt mal ein stärkeres Schwert. Das ist das nächste, was ich jetzt verzaubern werde hier. Ist der Creeper da jetzt noch drin oder ist der runtergefallen? Dann müsste er ja was verloren haben. Ich glaube, der hängt jetzt in dem Turm rum. Gut, ich nehme mal ein paar Netherziegeln mit. Da ist noch so einer. Bloß weg. Du machst hier nichts kaputt. Hässlicher Otto, du. So. Ja, ist klar. Ja. Ich hasse Creeper. Na gut, reparier ich später irgendwann mal. Ich hab jetzt keinen Bock zu.